So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Also, wenn wir jetzt hier die ganzen Tränke einnehmen, machen wir mal hier vor dem Feuer hier. Da haben wir jetzt Benutzbares. So, also Trank der Überzeugung, Einfluss plus 5. 10 Stück drauf. Dann haben wir hier Fingertrunk, Fingerfertigkeit plus 5. Haben wir da jetzt 20 drauf. Schwert, Dorn, Essenz, Nahkampf plus 5. Seelentrank, Magie plus 5. Da haben wir 7 Stück von. Und Tinktur der Härte. 2 Stück. Also das war jetzt ja mal hier ein richtiger Schub hier. Dann haben wir jetzt hier Nahkampf 105. Magie 105. Fingerfertigkeit 100. Härte 100. Das ist das, was wir haben wollten mit dem Unverwüstlich. Könnten wir gleich lernen bei dem Hiruto, meine ich. So, dann könnten wir noch Geist versuchen zu steigern. Das werden wir wohl noch hinkriegen, denke ich. Und Einfluss müssen wir mal gucken. Mein Silberzunge 135 und Einschüchtern 115, das ist ja schon richtig gut. Ne? Und hier List, Fernkampf, gut, da waren wir halt sowieso nicht so drauf spezialisiert. Ich denke mal, Geist werden wir noch ein bisschen was machen. Und ja, wir sind barmherzig, haben hier die 230 Blutpunkte. Da können wir schon uns mit sehen lassen. Machen wir gleich mal hier den Unverwüstlich-Skill noch eben. Bring mir etwas bei. So, Härte 100, das haben wir. Zeig mir, wie ich meine Wunden regenerieren kann. Alles klar. So. Also das heißt, wir regenerieren uns jetzt von selbst. Wenn wir dann Schaden nehmen. Na gut, gehen wir mal zum Schiff. Und machen mal weiter hier bei der Meisterprüfung. So, fahren wir mal hier Richtung Antigua. Hier, ne? So, wir nehmen Patty mit. Komm mit. Kein Problem. Patty schließt sich dir an. So, zum Hafen. Und jetzt haben wir hier die Geschichte mit dem... Und ich guck mal hier auf der Karte. Mit dem Pansel, ne? Das war ja hier diese Emma-Mission. So machen wir ihn. Ich schaue noch mal eben kurz auf die Mission, und zwar... Das Experiment, ne? Emma möchte Fred zum Leben erwecken. Ich sollte ihr bei diesem Experiment helfen und aufpassen, dass nichts schief läuft. Das heißt, ich muss Pansel übernehmen. Emma möchte ihren alten Freund Fred wieder zum Leben erwecken, da sie dafür ein paar persönliche Gegenstände von ihm braucht und sie diese nicht besorgen kann, soll ich für sie den Schmiedelehrling Pansel übernehmen. In seiner Gestalt sollte ich kein Problem haben, an die Gegenstände zu kommen. Gut, ich markiere das auch mal eben. Also das heißt, wir müssen den Pansel übernehmen. Und dann, genau, habe ich mir schon gedacht, dass wir dann zu Grace dann wohl gehen und da die Sachen holen. Gut, probieren wir das mal. Na, Pansel.
Ach nee, ich muss ja die Voodoo-Puppe wirken. Voodoo-Puppe-Pansel packe ich mir mal auf die 7. So. Na, Pansel. So, jetzt sind wir hier in seinem Körper. Na, Patty? Später vielleicht. Dann wollen wir mal zu Grace. Hallo, Grace. Was starrst du mich so an? Drückst dich wieder vor der Arbeit und denkst, ich bemerke es nicht, hä? Aber warte nur, bis Wilson wieder hier ist. Der wird dir den Hosenboden stramm ziehen. Pass mal auf. Ich will den Lohn für meine Arbeit haben. Für deine Arbeit? Darf ich dich daran erinnern, dass ich hier für zwei arbeiten muss? Aber was rege ich mich wieder auf? Da, nimm. Mehr hat dein letztes Schmiedestück nicht eingebracht. So dreimal Gold erhalten. Jetzt muss ich mal sehen. Die Sachen von dem Fred. Wo finden wir die denn jetzt? Ich kann ja jetzt ja hier einfach rumlaufen, ne? Schau ich mal eben hier mich mal eben um. Den Handspiegel nehmen wir mal mit. Truhe ist leer. Ansonsten müsste ich dann mal zu der Emma mal eben schauen. Wir haben ja hier die Schmiede. Ich nehme sonst mal hier diesen Schmiedehammer mit. So, hier ist auch leer. Ich gehe mal zu der Emma. Ich kann ja jetzt auch nicht ins Logbuch schauen, ne? Hallo. Na? Hallo, Pansel? Ich bin nicht Pansel. Ah, ich sehe schon. Danke, dass du so ehrlich zu mir bist. Ich sehe, ich kann dir vertrauen. Genau. Also Questerfolge bei dem Pansel haben wir schon mal geschafft. Und wie geht's jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Wie ich dir schon gesagt habe, brauche ich zwei Objekte, die mit dem Leben und dem Tod einer Person zu tun haben. Hör dich einfach mal in der Taverne um. Sprich dort mit dem Wirt Spencer. Er hat meist den Überblick über das Geschehen in der Stadt. Keiner wird dich verdächtigen, wenn du nach Sachen von Verstorbenen fragst. Jeder weiß, dass Pansel, du, dazu verdonnert wurde, sich um die Leichen zu kümmern. Neue Quest, sprich mit Spencer. Und wegen der Sachen? Wegen der Sachen? Was genau könnten diese Objekte sein? Das Objekt des Todes könnte die Klinge sein, mit der er getötet wurde. Es könnte auch ein Stück des Sarges oder die Schaufel sein, mit der er begraben wurde. Das Objekt des Lebens sollte ein Gegenstand sein, an dem der Verstorbene sehr gehangen hat. Vielleicht ein Ehering, ein glückbringender Hut oder etwas anderes in der Art. Na gut. Wo soll ich nochmal suchen? Ich habe vergessen, wo ich nach den Sachen suchen sollte. Kaum bist du in seinem Körper und schon verhältst du dich wie er. So wird zumindest niemand erkennen, dass du nicht du bist. Hör dich einfach mal in der Taverne um. Da kann dir bestimmt jemand helfen. Frag einfach mal drauf los. Gut, in der Taverne also.
Na, dann werden wir uns das mal eben anschauen. Hier haben wir noch einen abtrünnigen Piraten. Neron. So. Gut, gehen wir gleich mal direkt zum Spencer. Na. Pansel! Was willst du denn hier? Du willst doch nicht etwa Alkohol trinken? Nein. Nein, ich trinke doch keinen Alkohol. Ich hätte dir auch nichts gegeben. Ich weiß genau, wie das geendet hätte. Das ist wie damals, als ich dir ein Glas Wein gegeben habe. Du hast mir in die Ecke gekotzt. Und dann habe ich Ärger von Grace bekommen. Nee, den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, darum geht's ja auch nicht. Ich suche nach Gegenständen. Ich suche nach persönlichen Gegenständen von Toten. Du suchst bitte was? Kaum überträgt man dir die Aufgabe eines Totengräbers und schon drehst du durch. Was willst du denn mit... ich will es gar nicht wissen. Ich suche nach einem Objekt, das direkt mit dem Tod einer Person zu tun hat. Was ist eigentlich los mit euch Totengräbern? Ist das irgendwie ein geistiger Bund, der euch alle bescheuert macht? Wie wär's mit einem dieser Mistviecher, die Antigua verwüstet haben? Ein Zahn dieser Höllenhunde zum Beispiel. Oder wie wäre es mit deiner Schaufel? Questerfolg spricht mit Spencer. Die Schaufel klingt schon mal gut. Meine Schaufel? Ja, deine Schaufel. Die, mit der so gut wie jeder hier seit Jahren begraben wird. Meine Fresse, du bist echt ziemlich vergesslich geworden. Oder hat Grace dir die Schaufel wieder abgenommen und dir damit eins auf die Mütze gegeben? Wenn du deine Schaufel suchst, solltest du vielleicht mal mit ihr reden, nicht mit mir. Die Schaufel hat früher einmal dem guten Fred gehört. Friede seiner Asche. Er war der einzige Totengräber, den ich kannte, der nicht komplett irre war. Ja, und wegen Fred? Wegen diesem Fred. Was ist mit ihm? Wurde er damals mit dieser Schaufel begraben? Davon gehe ich doch mal stark aus. Immerhin war es seine Schaufel. Und hatte er Erben? Hatte Fred Erben? Das weiß ich gar nicht so genau. Aber hör dich doch einfach mal hier in der Taverne um. Einer dieser Saufköpfe kann dir bestimmt mehr erzählen. Wofür zum Gürger willst du das alles wissen? Es klingt gerade so, als würdest du ihn ausbuddeln wollen. Ich warne dich. Wenn ich dich bei irgend so etwas erwische, dann gibt's volles Pfund aufs Maul. So, das heißt, wir werden jetzt mal in Richtung Grace meinem Fragen wegen dieser Schaufel. Ich bin auf der Suche nach meiner Schaufel. Du? Ha, was willst du schon damit anfangen? Du bist der Schmiedelehrling und kein Totengräber, egal was die anderen erzählen. Darum habe ich die Schaufel dahin verfrachtet, wo sie hingehört. Auf den Friedhof. Gut, dann schauen wir mal auf den Friedhof.